Hey Freunde, was los und willkommen zur zweiten Episode von Let's Play Grid außer Sport Karrieremodus. Nochmal ein Sorry für die kleinen Lags in der letzten Episode. Aber ich denke, es war auszuhalten. Wir sind auf Rang 1 der Meisterschaft. Und es war ein richtig hartes Stück Arbeit. Und wir gehen jetzt ins zweite Rennen. Als 16. Wieso sind wir 16? What the hell? Naja, habe ich vielleicht das Qualifying verpennt. Dass ich das Qualifying noch fahren konnte, habe ich vielleicht verpennt. Aber ist egal. Genauso wenig wie ich weiß, auf welcher Rennstrecke wir überhaupt fahren. Aber das soll uns nicht stören. Wir werden natürlich in diesen 5 Runden weit nach vorne kommen. Wow. Wenn es denn nicht mehr zu solchen Zusammenstößen kommt. Sollte es zumindest nicht. Oh, ich mag S-Kurven nicht. Okay. Da haben wir unseren Team... Nee, das ist nicht unser Teamkollege. Das ist Monster. Verdammt. Und unser Frontflügel ist beschädigt. Aber ich denke, das geht. Noch. Fahrverhalten hat sich jetzt nicht sonderlich groß verändert, aber es hat sich verändert. Finde ich sehr gut gemacht. Das war schon die erste Runde. Und wir sind nur 12. Irgendwie ist diese Strecke voll eng. Das heißt, ich kann kaum... Oh. Wie gesagt, sie ist eng und ich kann kaum überholen. Oder nur an sehr wenigen Stellen. Das ist ärgerlich. Ich habe auch ein bisschen die Qualität runtergeregelt, sodass ich jetzt wahrscheinlich keine Lags mehr haben werde. Oh, komm schon. So, habe ich dich. Und gleich mal den nächsten im Visier. Wow. Zu spät gebremst. Hat er viel zu spät gebremst. Bin ihm fast hinten reingefahren, aber in dieser Kurvenfolge... Okay, in dieser Kurvenfolge konnte ich viel gut machen. So. Oh. Jetzt wurde ich da hinten wieder berührt von dem Typen. Ich habe ja nur 2 Rückblenden pro Rennen. Und jetzt bin ich 9. Okay. Dritte Runde. Gutes Tempo. Du fährst mit dem Feld mit. Ja. So. Jetzt hat sich das Feld ein bisschen gelichtet. Das ist gut und schlecht. Gut, weil ich besser überholen kann. Schlecht, weil ich dann natürlich mehr Rückstand auf die nächsten habe. Und außen kriege ich das hin. Kriege ich das gebacken? Ja. Ah, ich liebe Open-Wheel-Fahrzeuge. Vor allen Dingen, weil man so präzise fahren muss und wegen der Steuerung. So, und jetzt sind wir schon 6. Podium wäre natürlich klasse, ob... Schnellste Runde. Durchgesagt, natürlich fahren wir die schnellsten Runden. Von allen. Und was ich gerade entdeckt habe, wovon ich richtig begeistert bin, ist, dass links an meinem Auto, da wo ich die Kollision hatte, ist der Miniflügel ein bisschen locker. Genauso wie rechts, glaube ich auch. Na, das nennt man Realismus. Dafür ist Grid ja nicht ganz so bekannt nach Grid 2, was ziemlich Arcade-mäßig war. Boah, Junge! Wie früh will der Typ denn noch bremsen? Wie früh... Seht euch an, wie spät man bremsen kann und trotzdem noch super rumkommt. Aber so haben wir jetzt den nächsten Gegner vernascht. So, ein bisschen driften. Solange es kein Langstreckenrennen ist und solange wir nicht auf unsere Reifen aufpassen müssen. So, 4. Platz. Ich will auf jeden Fall noch den 3. So, ah. Und den kriege ich auch, glaube ich. Super um die Kurve gekommen. Ah, so langsam habe ich mich bei Grid... Oh. Das tut weh. So langsam habe ich mich bei Grid eingefunden. Oh. Aber auch nur so langsam. Ja, ich will eine Rückblende. Ach, ich habe keine Rückblende mehr.
Ich bin so doof. Ich bin so doof, habe ich keine Rückblende mehr und verschenk alles. Oh, Henny, wie blöd bist du. Okay, das ist natürlich jetzt ganz schlecht gelaufen. Jetzt zerstöre ich noch die ganzen anderen Autos. 11. Platz. Nachdem wir in den ersten beiden Rennen so gut Punkte gesammelt haben, wird es dann wohl das erste Rennen sein, wo wir keinen Punkt kriegen oder nur ein ganz paar. Oh, Junge. Das war aber ein Rammstoß gegen mich. Und nicht von mir. Okay, ich bin zwar vor meinem Event-Rivalen gelandet, aber sonderlich positiv war es jetzt nicht. Vor allem, weil man sieht, Intel Motorsport Tobias Fischhof, er ist halt wegen dem Sternchen da, mein Event-Rivale. Allerdings hat er den letzten Platz gemacht, also kann man nur vor dem Event-Rivalen landen. Rick Scott leider vor uns. Und das müssen wir jetzt ändern, indem wir jetzt mal ein richtig überzeugendes Rennen fahren und nicht wieder so ein Leichtsinnsrennen. Rick Scott auf 1, wir auf 16. Und go. So, Tobias Fischhof ist da vorne. Auf dem zweitletzten Platz momentan. Warum ist unser Start immer so schlecht? Ich glaube, ich fahre falsch an. Vielleicht mit zu viel Drehzahl. So, dass die Reifen durchdrehen. So, und jetzt ganz genau und ohne viel Risiko an meinen gegnerischen Fahrzeugen vorbei. Oh, wie ich diese S-Kurven hasse. Deswegen mag ich Suzuka auch nicht so gern, weil die S-Kurven zu Beginn einfach höllisch schwer sind zu nehmen. Und natürlich kann man da nicht so allzu schnell rumfahren um die S-Kurven, sonst fliegt man dann nach außen und dann ist die Runde im Eimer. Aber das läuft doch richtig nice hier gerade. Auch wenn wir... Kann man... Ja, Rückblende geht. Das wird unsere erste Rückblende in diesem Rennen sein. Oh... Auch zu aggressiv von uns rangegangen. Was ich jetzt erst an der auf der Zielgerade machen werde. Mit Windschatten. Mit Windschatten kann man hier viel machen bei Open Wheel Cars. Oh, wie fahre ich eigentlich gerade? Ich muss halt viele Plätze in wenig Zeit gut machen. Deswegen muss ich halt sehr aggressiv fahren. Und das geht dann auf mein Auto natürlich. Und auch auf die anderen Autos. Und den anderen kriege ich jetzt auch in. So, nice. Das sieht gut. Oh, die Curbs. Die Curbs, die Curbs. Also das Fahrgefühl ist großartig von Grid 3. Geschwindigkeitsgefühl auch. Realismus, würde ich sagen, ist im Vergleich zu Grid 2 auch deutlich gestiegen. Und jetzt innen... bin ich eben aus dem Windschatten rausgefahren. Oh, diese Ecke verhindert, dass man da gut und überholen kann. 6. Platz, 3. Runde. Noch sind wir im Zeitplan, aber Rick Scott werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Wir haben den ja schon im ersten Rennen kaum... und im zweiten Rennen kaum überholen können. Obwohl wir da auf der Pole waren. Sind wir zurückgefallen. Und der war ein richtig hartes Stück Arbeit. Ganz anders als diese Mittelfeldfahrer. Ich finde es schön, dass da ein guter... was heißt ein guter? Ein großer Unterschied ist. Zwischen den wirklichen Top-Fahrern und den Mittelfeldfahrern. Oh, wunderschön. Hier die Kurven genommen. Das zeugt nämlich davon... Ja, dass halt die vorne ganz gut sind. Ist ja auch in echt so. Michael Schumacher kannst du auch nicht so einfach überholen wie Wirth oder keine Ahnung. Halt so ein mäßiger Fahrer. Und da vorne sind es schon die beiden. Wesley und Rick Scott. Euch werde ich auch noch bekommen. Oh, shit. Das war die zweite Rückblende und das war auch dann die letzte, die wir haben.
Jetzt müssen wir wieder aufpassen, denn wir können nicht mehr rückblenden. Aber deren Auto ist auch schnell. Das haben die Entwickler ja auch angekündigt, also Codemasters, dass die Autos der schnelleren Fahrer auch schneller sind. Also die Teams, teamintern gibt es da auch Unterschiede. Und jetzt sind wir auf 1, wenn das hier gut läuft. Ah, Rick Scott ist da noch. Aber er zieht zurück. Und damit übernehmen wir den ersten Platz sogar. Hätten wir mal das letzte Rennen auch gut abgeschlossen, dann hätten wir jetzt richtig schönen Vorsprung in der Fahrerwertung. Aber so hole ich da nur ein paar Pünktchen auf, weil die anderen beiden sind natürlich auf 2 und 3. Was auch viele Punkte gibt. So. Letzte Runde. Schön der Helikopter über uns rüber. Auch ein nettes Detail. So, und jetzt. Die letzten zwei Kurven. Dann ist das Rennen vorbei. Dann haben wir das Rennen auch hier gewonnen. Unseren zweiten Sieg in der Karriere. Nice. Und das ist natürlich richtig gut. Tony Williams auf Rang 1. Und damit holen wir auf Rick Scott. Haben jetzt 9 Punkte weniger. Tommy King ist unser Teamkollege, der hat noch keinen einzigen Punkt geholt. Das finde ich ein bisschen blöd natürlich, wenn wir die einzigen sind, die hier punkten für das Team. So, nice. Und damit haben wir... Ach, schon wieder. Oh, schade. Schon wieder 5 von 6 Sponsorenziele erfüllt. Absolviere ein Rennevent ohne Kollisionen. Das ist natürlich, so wie ich gefahren bin, nicht möglich. Aber wer auf Rang 16 startet, der muss so fahren. Und das ist das Ende der Saison 1. Schon? Dein Team wird zufrieden sein. Ach so. Aber ich dachte schon, ein Jahr ist vorbei mit 2 Rennen. Das wäre ein bisschen übertrieben. 2. Platz leider nur am Ende. Das reicht nicht. Aber dafür sind wir jetzt auf Level 2 von Open Wheel Cars. Das Erreichen des Teamziels hat dir einige bessere Angebote für die kommende Saison bestimmt. Du kannst deiner aktuellen Disziplin treu bleiben. Okay. Oder in der nächsten Saison in einer anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der aktuellen Disziplin treu bleibe. Ich denke nicht. Auch wenn wir hier jetzt eine neue Meisterschaft freigeschaltet haben. Diese Episode ist auch schon wieder vorbei mit dieser Meisterschaft, die wir abgeschlossen haben. Das war die allererste Meisterschaft. Es werden noch viele weitere Folgen natürlich. Das war's von mir. Das war die 2. Episode von Let's Play Grid Autosport Karrieremodus. Endlich auch mal ohne Lex, weil die erste Folge war noch ein bisschen... Das war ein bisschen nervig, fand ich. Aber, naja, kann man nichts machen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und dann bis zum nächsten Mal.